Guten Morgen Deutschland, ich grüße euch. Liebe Leute, das Wahlalter ab 16 kommt jetzt in Mecklenburg-Vorpommern. Mensch, ihr lieben Kinderchen, ich freue mich total. Ja, ihr habt gerade den ersten Schwung politischer Bildung hinter euch. Frisch indoktriniert, wunderbar. Und dann dürft ihr wählen gehen. Ich finde das klasse. Ja, und weil die EU ja so super ist, macht die das auch. Ne? Weil sind ja demnächst wieder Europawahlen und die haben ja Angst, dass ihre Früchte flöten gehen. Und deswegen hat man auch da jetzt vor, das Wahlalter ab 16 in der EU durchzusetzen für die Europawahl. Und das ist natürlich klasse, weil gerade bei den jungen Leuten erleben wir ja momentan unglaublich viele Bewegungen, die sich festkleben und künstlerisch wertvoll agieren in Museen. Und das muss natürlich gesponsert werden. Ist doch klar, das muss belohnt werden, logisch. Weil ihr lieben Kinderchen da draußen, ihr findet das ja toll. Diese Empörung, diese Moralisierung, die ist so klasse. Konntet ihr gestern übrigens bei Markus Lanz sehen. Ich weiß ja nicht, ob ihr so spät mit 16 noch wach bleiben dürft. Ich glaube ja, ne? Mit 16 geht das noch. Genau. Da müsst ihr mal bei Herrn Lanz aufmerksam zuhören, denn da war die Carla. Ne? Carla ist ja auch eine junge Dame, die da eingeladen wurde, die sich auch gerne mal festklebt. Und die hat uns gestern was Tolles erzählt. Das nämlich auf dem Inselstaat Palau, das ist da, wo Gummistiefel Annalena letztens rumgetobt ist, da sind ja Milliarden Menschen wegen dem Klimawandel gestorben. Ja. Und was mich dann wirklich zum Umdenken gebracht hat, war ein Zitat vom Präsidenten des Inselstaates Palau. Der hat gesagt, es gibt keine Würde in einem qualvollen und langsamen Tod. Ihr könntet unsere Insel genauso gut bombardieren. Und das ist eine Insel, die einfach untergehen wird. Milliarden Menschen Pazifik, ne? sind gestorben schon dort. Es sind so viele Leben in Gefahr. Also deswegen sollt ihr ja wählen gehen, ne? Ja, weil wir müssen ja den Klimawandel aufhalten. Und weil auf Palau Milliarden Menschen gestorben sind. Wer so einen Scheiß redet, der glaubt auch noch ganz andere Sachen. Hashtag 18.174 Einwohnerstand 2021. Kann man mal drüber nachdenken, wenn man mal in der Schule aufpassen würde. Würde man feststellen, dass diese Klimakleber was erzählen? Ziemlichen Unfug, nicht wahr? Und deswegen passt das mit dem Wahlalter wunderbar, liebe Kinderchen. Denn ihr werdet in den Schulen jetzt wunderbar indoktriniert. Ihr werdet auf den Straßen wunderbar indoktriniert vor dem Klimawandel, weil das CO2, das frisst uns ja alle auf. Der menschengemachte Klimawandel, das ist ja bekannt. Wir wissen das ja, diese 0,00002%, die Deutschland verantwortlich ist an dem Klimawandel. Und selbstverständlich auch dürfen wir nicht vergessen, dass es ja hier um diese 0,04 oder 0,04 Prozent geht, die in der Atmosphäre an CO2 sind, weil die bringen uns ja alle um. Ne? Deswegen immer schön behalten, 1 Milliarde Tote auf Palau bei einer Einwohnerzahl von 18.170 auf dem Inselstaat und es läuft bei euch. Finde ich super geil. Übrigens, liebe Kinderchen, ihr müsst auch schön aufpassen, denn diese ganzen Handys und diese ganzen Laptops und diese ganzen Tablets, was da so drin ist, ist auch ganz interessant, weil das wird meistens in Dritte Welt und Zweite Welt Länder abgebaut. Und wisst ihr, wer das da abbaut? Ja, das sind eure Kollegen. Ja, also das sind die Kinderchen da, die mit Kinderarbeit wunderbar dazu gebracht werden, dass ihr eure Tablets, Handys und Laptops habt und euch mit diesen Dingern über die Netzwerke, die geschaffen wurden, verbinden könnt, damit ihr euch dann auch richtig gut auf die Straße kleben könnt. Weitermachen, Wahlalter ab 16, Spitzenklasse für den Machterhalt der etablierten Irrenpolitik.